Moini, Friendos, was geht? Willkommen zum GPL-Teambuilding zum letzten Spieltag. Was geht ab? Letzten Spieltag hatte ich ja kein Teambuilding gemacht. Das lag daran, weil ich musste relativ spontan gegen Bene kämpfen. Und da hatte ich sehr viele Spiele hintereinander, weil das ist schon ein bisschen länger her gewesen, der Kampf gegen Bene, weil er nämlich im Urlaub war, beziehungsweise ich glaube in einer Seminarfahrt, aber ist ja auch egal. Aus dem Grund wollte ich das Teambuilding danach aufnehmen. Hab's dann die ganze Zeit zeitlich nicht geschafft, dann habe ich ja nicht Zeit gehabt. Und ihr kennt mich, ich saß dann da und dachte mir so, ja, ich habe keinen Plan mehr, warum ich dieses Mon so gespielt habe. Ich habe doch kein gutes Gedächtnis. Deswegen, heute frisch für euch gegen Pock. Okay? Ding ist, wir müssen mindestens 2-0 gewinnen, damit wir Fünfter sind. Umso höher wir gewinnen, umso besser ist es, weil wir nämlich dann auch noch vor Belex und Dennis sein können. Dann wären wir insgesamt noch Vierter, ansonsten wären wir Fünfter. Ob Reim und ich zufrieden mit der Leistung sind? Nö. Für die Leute von euch, die die letzten Spieltage gesehen haben, wissen aber auch, dass Pokémon uns mies, ganz mies verkauft hat. Und die Motivation dementsprechend nicht mehr ganz so hoch war und so weiter und so fort. Das tut uns natürlich irgendwo sehr leid. Aber it is what it is. Okay, ist halt eben Mons und wir spielen eben ein HO-Team und da wirst du halt leider sehr leicht für bestraft, wenn du entweder nicht perfekt spielst oder halt Hacks abbekommst. Mit einem Balance-Team kannst du das einfacher kompensieren. Mit einem HO-Team ist es ein bisschen schwierig. Aber trotzdem versuche ich mir noch mal ein bisschen Mühe zu geben. Ich habe jetzt nicht die wildesten Sets ausgekramt, sondern einfach so ein bisschen so Best-of-mäßig, was hat bisher gut funktioniert. Das nehmen wir mit. Wir schauen uns jetzt als erstes Pox-Team an. Wir haben Terrakium, Zapdos, Trikefalo, Metagross, Entei, Gastrodon, Roserade, Gardevoir, Alolan Beedkill, Ordoch und Gorgason. Gut. Ich werde euch gleich sagen, was ich halt für Mons mitgenommen habe. Ihr kennt das Spiel. Ich habe ein bisschen Angst vor Zapdos, deswegen habe ich mich gegen Regen entschieden. Weil ich denke, dass dieses Zapdos den Regen abusen möchte. Und das will ich nicht. Ich habe Angst vor Gastrodon. Sage ich euch aber, also erfahrt ihr gleich im Teambuilding. Und ansonsten, ja, ich finde Alolan Beedkill immer nervig dagegen zu spielen. Aber der Rest ist eigentlich mehr oder weniger okay. Es sei denn, Pock hat irgendwelche wilden Strategien. Aber ein rein Blatt Papier, wie Downy sagen würde, ist es eigentlich ganz in Ordnung. Ich würde sagen, wir schauen uns die beiden Teams mal gegenüberliegend an. Und zwar schauen wir uns als allererstes natürlich wieder unser Team an. Ich sage euch, welche Mons ich mitgenommen habe und welche nicht. Als allererstes haben wir Katapultra. Ich finde Choice Specs Katapultra wieder sehr, sehr gut, weil klar, da ist ein Ordino und ein Alolan Beedkill und ein Trikefalo. Aber gegen die drei kann ich halt Draco droppen und gegen den Rest kann ich halt Shadow Ball spammen. Und allgemein Shadow Ball, damit treffe ich Gorgason effektiv, Gardevoir, Metagross. Das ist eigentlich ganz cool. Ich denke mal, es könnte sowas wie Spidef Ordoch mitkommen. Der könnte schon sehr gut was wegstecken. Aber ich könnte natürlich auch physisches spielen. Ich rechne wieder mit Choice Guff Trikefalo, deswegen habe ich auch schon einen ganz besonderen Lead, weil ich glaube, er hat das letzte Mal auch mit Choice Guff Trikefalo geleadet. Aber dazu gleich mehr. Aber auf jeden Fall Dragapult haben wir erstmal wieder Choice Specs dabei. Dann Boros T habe ich zu Hause gelassen, weil, naja, schaue ich das Team an. Jetzt imagine, ich drücke halt so Hurricane, dann ist da so ein Zapdos, dann ist da so ein Metagross, dann ist da maybe speziell defensives Ordoch. Ich mache nicht viel gegen Gorgason. Klar, gegen den kann ich Knockoff drücken. Aber ja, ihr wisst Bescheid. Gastrodon tankt ihn sogar relativ gut. Strauchler bringt da auch nicht sehr viel. Mir hat so ein bisschen die Durchschlagskraft von Boros hier gefehlt in dem Match und deswegen, und dadurch, dass ich auch kein Rain mit habe, bleibt Boros weiter am letzten Spieltag zu Hause. Pilipper, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ich habe mich gegen den Regen entschieden. Einfach, weil das ein Zapdos und ich will nicht, dass es den Regen abused. Und allgemein könnte vielleicht auch Gastrodon oder Roserade oder so mit dem Regen noch ein bisschen mehr machen. Habe ich keinen Bock drauf. Also Meryl ist tatsächlich mein letztes Philamon geworden. Denn ich wollte Azo eigentlich nicht ohne Regen spielen. Und deswegen meine ich auch, dass ich mir so Gedanken um Gastrodon mache. Allerdings, wenn Gastrodon nicht da ist, dann sind da echt wenig so Aqua-Durchstoß-Switch-Ins. Klar, es könnte noch Roserade sein, aber Roserade bekommt auch schon echt viel Schaden. Und Trikefalo und gegen den drücke ich Knuddler. So, das ist halt das Ding. Und an und für sich treffe ich schon echt gut Mons. Vor Zapdos habe ich natürlich da auch wieder ein bisschen Angst. Aber deswegen ja auch Philamon, okay? Dann Rabigator habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Rabigator fand ich sehr, sehr cool. Der soll Azumarill so ein bisschen unterstützen. Das ist so meine Combination. Die sollen, also mit dem möchte ich wahrscheinlich leaden. Deswegen ist es auch ein eher defensiveres Crocodile mit Intimidate. Ja, soll halt einfach den Job erfüllen.
Dann haben wir natürlich wieder Galalamus mit, weil der ein absoluter Macher ist. Ich habe mich heute nochmal für Quick Claw, Quick Draw entschieden. Ich gebe dem Ganzen heute nochmal einen Try, denn Galalamus kann wieder potenziell auf plus 2 sehr, 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 sehr rocken. Bishu habe ich natürlich wieder mitgenommen als Katapultra. Compagnon, ihr kennt es, Ally Switch, Helping Hand mit Choice Bags. Katapultra ist halt übel wild, weil du hast halt, der Gegner muss sich immer auf Mind Games einlassen. Und das ist so einer der wenigen Sets, wo ich sagen würde, ja, finde ich absolut nicht schlimm, dass ich da die ganze Zeit dasselbe spiele. Habe ich irgendwann so für mich entdeckt und es funktioniert einfach so gut, weil die Shadow Ball Switch sind halt eben Ordoch, Sobelikard und Trikefalo. Und mit Vishu setze ich halt Close Comet ein, so. So, was soll ich halt sagen, ne? Was soll ich sagen? Und ansonsten mit Helping Hand und Ally Switch Katapultra noch zu supporten. Come on, sag mir, was daran nicht schlecht ist. So. Es ist halt einfach gut. So. Was soll ich machen? Es ist halt einfach übertrieben gut. Und deswegen fühle ich mich da auch nicht schlecht bei. Und zu guter Letzt habe ich wieder Viscogon mitgenommen, denn ich finde, Viscogon und Galalamus sind einfach ein geiles Team. Die sind ein geiles Team. Ich habe ja mittlerweile so meine Teams. Das sind so Pelipa und Valoris. Katapultra und Vishu. Viscogon und Lamus. Und der Rest, so der mal mit dem, der mal mit dem. Pelipa geht natürlich auch mit Asu und so weiter oder mit Boros, aber das sind so meine Squads, okay, meine Hauptteams. Und ja, das feiere ich tatsächlich ziemlich sehr. Ja, dann Viscogon habe ich, wie gesagt, dabei und Amigento, Britzigel und Kabloos nicht. Britzigel habe ich tatsächlich gedacht, kam jetzt, glaube ich, in der Rückrunde gar nicht mit. Reim und ich, wir hatten Strategien, kann ich ja jetzt sagen. Wir hatten überlegt mal zwischendurch, es war auch zwischendurch oft im Team drin, mit Trick Room, Britzigel im Electric Terrain mit Rising Voltage ist actually nicht schlecht, okay? Verstehe mich nicht falsch, es ist wirklich gut. Aber irgendwie hat es sich dann nicht so ergeben und doch, ich glaube, Heim hatte sogar Britzigel einmal mit. Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte ihn auf jeden Fall nicht mit. Amigento kam öfter mit in der Rückrunde. Da hat dann leider einfach das Alolaraichu gefehlt, aber meine Güte, war jetzt nicht schlimm. Wir hatten sowieso mit Kapaloris so ein gutes Lower-Tiermon und den Rest oben, den habe ich halt geliebt, okay? Den liebe ich halt. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns mal das Team genauer an. Und zwar haben wir als allererstes Choice Bags Dragapult. Das Coole ist, wir können Modus spielen. Wir brauchen sogar echt nicht so viel Speed Investment, weil das schnellste Mon von denen, ich glaube, Alolas Nobilikard war das mit 115, ist halt nix. Also klar, wie gesagt, ich denke wieder, dass da ein Scarfer dabei ist. Aber in der Theorie ist es halt nix, ne? Also ist halt wirklich, wirklich strong. Wir haben Shadow Ball, Draco Meteor und danach brauchte ich halt schon nichts mehr. Ich habe es euch ja gesagt, ich treffe mit Shadow Ball alle. Mit Draco Meteor treffe ich halt dann Trikefalo, Sobelikard und Ordoch. U-Turn ist halt einfach für U-Turn. Und Surfer habe ich noch mitgenommen wegen... Oh, hier bin ich in die Wespe rein. Oh, sie ist wieder weg. Surfer habe ich noch mitgenommen für... Ich weiß gar nicht wofür. Für irgendwas war Surfer. Was für Terrakium oder Entei? Keine Ahnung. Ich habe einfach Surfer drauf, was soll ich sagen? Das hätte ich niemals drücken, okay? Ich hätte, egal welchen Move da drauf packen können, ich würde niemals drücken. Deswegen, ja. Vielleicht kommt es am Ende zum Szenario, dass ich das drücken muss wegen Entei oder Terrakium oder sonst irgendwas. Gut, dann haben wir Crocodile mit der Citrus Berry. Habe ich ja schon gesagt, das ist ein bisschen defensiver. Ich habe 160 Speed, ist, jetzt wird es tricky. ich glaube, Roserade hat 90 Speed. Okay? So, Roserade hat 90 Speed. Und ich glaube, ich brauche noch 4 Speed Investment, fällt mir gerade auf. Wenn ich jetzt alles richtig im Kopf habe. Ja, so soll es richtig sein. Also, Roserade hat 90 Speed. Ich habe 92 Speed. Roserade wird wahrscheinlich runter auf, weiß ich sogar nicht mal 100%, ob es das tun wird, runter auf Viscogon gehen. Viscogon hat 80 Speed. Warum sollte ich Full Speed Viscogon spielen? Aber ich denke nicht, dass Pock hier Full Speed Roserade spielen wird. Und deswegen bin ich runtergegangen auf die 80 Speed und habe jetzt obviously noch 2 Speed mehr. Kann auch sein, dass ich vorher 2 Speed hatte, schon mehr hatte. Schaue ich später nochmal in Ruhe nach. Aber ja, das war der Gedankengang. Und es soll halt einfach auch defensiver agieren. Wir haben High House Power, Knockoff, Rockslide und Protect. So einfach ein bisschen defensiver mit Intimidate. So Asu ein bisschen supporten, ein bisschen die physischen Attacker lowern. Potenziell vielleicht auch zu Billy Card im Early. Wenn er mit Fake-Out Stuff machen möchte oder sonst irgendwas, ein Entei kann er halt gut intimidaten oder ein Terrakium oder so. Klar, er kann Close Combat, aber da haben wir dann halt einen Protect, weil der ist sehr, sehr obvious, dass er dann auf Crocodile geht und so weiter und so fort. Also, und ich mag es auch sehr gerne im Lead vorne einen Protect-User zu haben. Deswegen, ich denke, dass ich mit Croc Asu leade. Ich habe ein bisschen Respekt vor Zapdos, weil dann ist Asu halt quasi useless. Aber schauen wir dann. Dann als nächstes haben wir Quicklaw, Quickdraw, Sobo, habe ich ja schon gesagt. Wir haben Nasty Plot, Shell Side Arm, Shadow Ball und Psychic.
können wir mal kurz durchgehen. Gegen Terrakium haben wir Psychic. Gegen Zapdos haben wir Shellside-Arm. Hatte ich überlegt, Ice Beam mitzunehmen, weil es trifft auch Tregefalo sehr effektiv. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich brauchte die Slots einfach. Wir können ja weiter durchgehen. Shadow Ball brauche ich nämlich auf jeden Fall für Metagross. Shellside-Arm wieder für Entei. Shellside-Arm auch für Gastrodon. Psychic für Roserade, der ist ein bisschen spezieller defensiv, deswegen ja, wollte ich das ganz gerne so mit haben. Dann Gardevoir haben wir Shadow Ball, dann haben wir wieder Shellside-Arm gegen Sumilikat und Ordoch und wieder Shadow Ball gegen Gorgasun. Das heißt, Psychic ist für Roserade, also ist halt Retalk für Roserade und Terrakium, ja, für die beiden. Ich wollte deswegen beide Steps mit haben. Und klar, ich hätte Ice Beam für Roserade auch haben können, aber der, wie gesagt, der ist ganz gut speziell defensiv. Der macht wahrscheinlich nicht so viel gegen Galastrobo, aber dann sind wir wieder beim Thema Terrakium. Der macht auch nicht so ultra viel, aber das ist ja gut, weil dann habe ich da einen relativ guten Counter gegen. Deswegen, ja, wollte ich einfach Psychic und so weiter spielen. Und wenn ich auf plus 2 bin, come on, dann mache ich auch, dann töte ich Tregefalo wahrscheinlich auch und mache irgendwie 80% auf Zapdos oder so. Also, ja, ich denke mal, da bin ich ganz fein mit. Dann haben wir Payapa Berry Mien Chao. Soll den Zen Headbutt von Metagross ein bisschen besser tanken. Das ist so der Gedankengang. Ich weiß, ich habe diesmal nicht ganz so viel HP. Ich wollte mehr Attack Investment haben, weil ich wirklich Monster wie Tregefalo, Ordoch oder Stubilicard wollte ich gut hitten. Ich habe nämlich auch Drain Punch dabei und kein Close Combat. Hab ein bisschen rumgekalkt, fand ich cooler, hab's deswegen mit reingepackt. Ich habe so viel Speed Investment, damit ich Zapdos outspeede. Ist nicht so ultra wichtig, weil ich habe nur Drain Punch, aber kann ja wichtig sein, maybe, ne? Also kann ja wichtig sein. Ansonsten, ich glaube, Terrakium kann auch eine Psycho-Attacke. Kann auch sein Headbutt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall für den potenziell auch, was auch cool wäre. Gardevoir wird wahrscheinlich eher für Moonblast gehen. Aber ist ja auch egal. Entei kann sein Headbutt? Weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall ein bisschen Psycho-Coverage gegen Menchao und die Payapa Berry war auf jeden Fall ganz cool. Und ja, Inner Focus wegen dem Fake-Out von Sobilikat. Weil das will ich nicht. Ich will den Drain punchen und fertig. Dann als nächstes haben wir mal wieder Assault Vesgudra. Da haben wir Draco Sludge Bomb Flamethrower Ice Beam. Ich bin eben schon echt fast alle Monster durchgegangen, aber ihr habt gesehen, Ice Beam ist auf jeden Fall strong und Flamethrower ist halt gut für Metagross. Ansonsten halt Sludge Bomb für Gardevoir und Draco für alles, was ich nicht sehr effektiv hitte. Und ich hitte schon sehr viel effektiv. Also ja. AV Gudra habe ich auch schon häufig gespielt. Und zu guter Letzt haben wir dann, wie gesagt, also mit dem Choice Band, mit Liquidation, Play Rough, Aqua Jet und Knockoff. Ich glaube, ich habe nur einmal Knockoff oder so gespielt. Spielt es allerdings diesmal, weil ansonsten hatte ich vorher mal den Regen mit. Und wenn ich den Regen mit hatte, dann hat Liquidation im Rain einfach mehr Damage gemacht als der sehr effektive Knockoff auf viele Mons. Die habe ich allerdings nicht dabei. Und vielleicht kommt es dazu, dass ich Knockoff gegen Gorgason oder Metagross drücken möchte. Ja, ansonsten Hitchbauer. Nichts Besonderes. Ich habe 4 Speed Investment, weil wir im Speed High mit Ordoch sind. Ich weiß nicht, ob es irgendwann wichtig sein wird, aber ja, ich hatte auch überlegt, mehr mit reinzunehmen, aber ich glaube, man nimmt niemals 4 Speed auf Ordoch mit. Falls doch, dann haben wir halt einen Speed High. Gut, das ist unser Team. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Mir ist auf jeden Fall gerne positive Bewertung da. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Pog. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.